Kampfansage von Xavier. Vielleicht testet er seine Überzeugungskünste ja bei unserer nächsten Sängerin. Ich bin Sharon, ich bin 33 Jahre alt, ich bin in Israel geboren, England aufgewachsen und jetzt, ich wohne in Salzburg, Österreich. Ich arbeite jetzt in einem großes Möbelhaus bei der Kasse. Ich war Kellnerin, ich war Rezeptionist und natürlich, ich möchte nur Musik machen. Performing, das ist, was ich liebe. Hi. Was hast du da? Ich hab was für dich. Und zwar keine schwedischen Fleischbällchen, sondern die Einladung zu den Blind Auditions. Und die gibt's nur für wirklich überragende Talente wie Sharon Levy. In der Schule, ich habe Schlagzeug gelernt und Klavier gelernt. Ja, meine Mama, sie hat für mich eine Gitarre gekauft, wenn ich war 15 Jahre alt. Ich habe auf der Straße gespielt, weil ich möchte Jeans kaufen und meine Mama hat gesagt, das ist zu teuer. Geh arbeiten, dann du kannst. Und ich habe Jeans gekauft. Whatever she does it 100%. Right? Whatever it is. And she chose voice and I'm thrilled for her. It's wonderful. It's great. The Voice of Germany is the greatest chance of my life. Die Blind Auditions bleiben spannend. Noch mehr fantastische Stimmen, noch mehr Kampf um die besten Talente. Ich hätte dich nie zusammen mit deiner Stimme gebracht. Was du gemacht hast, das könnte ich nicht. So ohne weiteres, brauchst du auch nicht zu ihm gehen. The Voice of Germany geht weiter. Gleich. Zurück bei den Blind Auditions. Kassiererin Sharon Levy tritt jetzt auf die Bühne. Die Coaches können sie nicht sehen. Sie hören nur ihre Stimme. The Voice of Germany is the greatest chance of my life. Wie heißt du, wenn ich fragen darf? Ich bin Sharon, Sharon Levy. Sharon, hallo Sharon. Hallo. Wo kommst du denn her? Ich bin in Israel geboren, in England aufgewachsen und jetzt ich wohne in Salzburg in Österreich. All right. Cocktail. Long journey. Ja, genau. Yeah. Ich rechne dir das hoch an, dass du den Song zu deinem Song gemacht hast. Danke. Mir hat jetzt nur nicht gefallen, in welche Richtung du den Song genommen hast. Aber das hat jetzt überhaupt nichts mit deiner Performance zu tun. Das hat mich jetzt nur nicht berührt. Aber du bist eine tolle Sängerin. Dankeschön, danke. Sean, hi. Ich habe nicht geduckt. Ich wollte, dass du einmal richtig so... Und ich wollte das in deine Stimme hören. Und dann, als ich das nicht gehört habe, dann habe ich mich zurückgehalten. Aber vielen Dank für deine Performance. Ja, danke auch. Passt.
Du spielst Gitarre, das liebe ich. Sie könnte ein bisschen tiefer hängen, finde ich. Das würde besser aussehen. Sie hängt jetzt hier ungefähr. Ja, ja, nicht Beatles-Style. Wäre cool, wenn sie ein bisschen tiefer hängen würde. Nur ein bisschen tiefer. Ja, ja. Ich würde so gerne mit dir da auf so eine kleine Reise gehen, weil ich da in deiner Stimme was gehört habe, was mich echt fasziniert. Dann bist du bei mir richtig. Das musst du dir überlegen. Na, erstmal sind wir da noch dran. Das war sehr, sehr gut. Du hast echt den Blues. Wir haben hier beide einen großen Pfeil drin stecken. Ja. Wir sind verliebt. Und du bist Rock'n'Roll. Bei uns wärst du sehr, sehr gut aufgehoben. Und der Hoss ist ein grandioser Gitarrist und spielt auch die Akustikgitarre wie ein Gott. Und ich glaube, du kannst bei uns noch einiges lernen, was dich noch besser macht, als du eh schon bist. Schwierig. Sie sind ganz lustig und ich mag das. Spaß ist immer wichtig. Danke. Ich brauche jemanden, das versteht mich und meine Stimme, meine Skinny Jeans und vielleicht jemand, das versteht meine Haare auch. So, Nina, I want you auch. Klaust du uns die Bräute weg? Mann, und mit der Frisur holst du die. Ich klau den Männern die Bräute. Ne? Ja, das geht gar nicht. Wunderbar. Das ist super. Warum hast du dich für Nena entschieden? Sie ist eine Frau, sie ist Rock'n'Roll, sie ist Spaß und das ist was ich möchte machen. Kurzer Kassensturz. Sharon Levy ist weiter in der nächsten Runde. Schon die dritte Frau.